Damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Kane. Wir waren im letzten Part, ja, ein wenig auf der Durchreise. Wir haben den großen Raum der Räume gefunden und haben den Brutraum der Larven entdeckt, wo wir uns auch ein neues Passwort aufgeschrieben haben. Aber erstmal schauen wir uns den Raum hier oben weiter an. Den haben wir noch nicht angeschaut. Und das werden wir jetzt einfach mal. Es lädt. Es brutzelt. You're scared. Heck yeah, I'm scared. This place. Who could create this? Monsters. Da wären wir wieder bei der abgefuckten Scheiße aus Stasis angekommen. Treibende Leiche, Fleisch und Muskelfetzen nur im Rahmen, die zertrümmerte Wirbelsäule wie ein groteskes Kunstwerk. Ein zerstörtes PDT hängt am Rückenmark. Also erinnert euch, PDTs, wer vielleicht mein Stasis Let's Play geschaut hat, das ist so ein. Es sieht so aus wie an Kabeln hängende Kreise, die sich. Die Daten eines jeden einzelnen der Crewmitglieder darin befinden und die werden dann hinten hier in das Rückenmark rein platziert. Also sowas wie diese Chips, wenn man einen Hund chippen lässt. Nur dass das hier ein bisschen größer ist. Diktiergerät. Eine gebieterische Stimme ertönt blechern aus dem kleinen Aufnahmegerät. Na, wer ist denn das? John Kern. John Kern, note to self, all that have not fins and scales in the seas and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you. Leviticus 9:10. Okay, er scheint ein bisschen christlich veranlagt zu sein. Was haben wir hier? Brennende Maschinen. Beißender schwarzer Rauch steigt von geschmolzenen Schaltkreisen und Plastik auf. Organische Flüssigkeiten. Riecht wie ein Schlachthaus. Hydraulischer Mechanismus. Hydraulischer Mechanismus. Sieht aus, als wäre es mit etwas verbunden, das sich in diesem Zeug befindet. Und ein Hebel. Der Steuerkasten ist mit dem hydraulischen Mechanismus in dem Behälter verbunden. Wir haben hier eine Peitsche. Oh, it's getting kinky. Da, 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 da. Da, da, da. Zerfetzte Thermonylon-Fesseln und verbogene Klemmen hängen an einem riesigen verstärkten Stahlrahmen. Und wir haben ein PDA. Oh ja, yeah, wir lesen wieder. Ihr habt es vermisst, oder? Ich auch. Professor. Professor John Kern. Cloning is unpredictable. Cloning an individual is impossible. It sounds like they were using something special. Something called Samantha. Quatsch mir doch nicht dazwischen. Heute ist ein heiliger Tag. Henry Kane höchstpersönlich ist angekommen, gefroren und voller Vorfreude auf die große Ernte. Schon bald wird ihm das Fleisch aus dem Unsterblichkeitsgefäß ein neues Leben bringen. Wir sind näher dran als je zuvor, das weiß ich. Das Rennen hat begonnen und ich werde es nicht zulassen, dass der Ketzer Dr. Adams gewinnt. Nein, Kane wird das nicht zulassen. Er kennt seinen Plan und er weiß, dass es mit mir enden wird. Unser Leviathan ist Samantha. Auf Erden ist seinesgleichen niemand. Er ist gemacht, ohne Furcht zu sein. Hiob 41,33. Er wird nie wieder sterben. Er wird nie wieder Schmerzen empfinden. Er wird uns nie wieder verlassen. Er wird durch sein eigenes geklontes Fleisch wiedergeboren und nicht durch das von Adams und seinem lächerlichen Bewusstseins Transfertaschenspielertrick. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Unser nächster Patient hat sich der neuen und verbesserten Genverschmelzungsprozedur unterzogen und gut darauf reagiert.
Das Rückenmark wurde getötet, wodurch sich die Totenzellen regenerieren müssen und eine neue funktionierende Wirbelsäule bilden werden. Bisher sehen wir keine Zeichen von körperlicher Abstoßung und die Zellregeneration hat schon langsam begonnen. Die Wirbelsäule sollte sich über Nacht wieder aufbauen. Na, das klingt doch nach einem wirklich guten Plan. Unser Herr hat uns mit Unzulänglichkeit gestraft. Wir haben erneut versagt. Es ist mein Fehler und ich muss, wie immer, die Verantwortung übernehmen. Dieses Mal habe ich Haken an meiner Peitsche befestigt und werde mich bis zum Morgengrauen geißeln. Ich werde die Ergebnisse genauer ausführen, wenn ich Zeit hatte, alles nochmal in Gedanken durchzugehen. Dann ist das also deine Indiana Jones Peitsche, Professor Kern. Die Verschmelzung der DNA von Samantha mit der des Patienten hat dazu geführt, dass das frisch regenerierte Knochenmark sich enorm ausgedehnt hat, wodurch die Wirbelsäule hörbar in zwei gleich große Hälften brach. Kurz darauf griff das Immunsystem des Patienten die fremden Rückenmarkzellen an. Diese reagierten darauf, indem sie alle angrenzenden Nerven zerstörten. Schließlich erstickte der Patient, da die neuen Zellen den Sauerstoff im Blut schneller abgebaut haben, als die Lunge diesen produzieren konnte. Ein weiterer Fehlschlag, aber es war trotzdem kein verschwendeter Körper. Alter, was? Stell dir mal vor, einfach mal so dass die Wirbelsäule bricht einfach mal so in zwei Teile, so knirsch. Wow. Preiset Kane, ich habe den ganzen Tag oder zumindest den Großteil davon damit verbracht, mir den brillanten Plan unseres Retters genauer anzusehen. Die Puzzlestücke kommen langsam an ihren richtigen Platz. Samantha, ich und der allmächtige Kane in der gleichen Einrichtung. Die Planeten richten sich aus, das Ende naht oder vielleicht der Anfang? Zum Glück haben wir endlich einen Nutzen für Ralph gefunden. Wir haben ihm eine etwas produktivere Aufgabe gegeben. Ha! Seine blasphemischen Lektionen, dass die Pilzplage ein Ergebnis mangelnder Hygiene war, gingen mir langsam auf die Nerven. Dafür war Kane verantwortlich. Die Plage ist seine Strafe für unsere Sünden. Ralph. Hatten wir von Ralph schon gehört? Ich bin mir unsicher. Heute Abend testen wir erneut. Wir werden das gleiche Verfahren wie beim letzten Mal einsetzen. Allerdings geben wir dieses Mal Enzymhämmer dazu, um eine übermäßige Gewebeproduktion zu verhindern. Ein Versagen ist nicht akzeptabel. Wir werden im Licht des wiederherstellten Ruhms von Kane baden. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen, von dem anderen Tode. Offenbarung 2,11. Der Patient lebt immer noch. Allerdings weist er einige alarmierende Symptome auf. Obwohl die Regeneration des Rückenmarks zum richtigen Zeitpunkt aufgehört hat, zucken die Arme und Beine gelegentlich. Oder um genauer zu sein, sie schlagen wild drauf los. Scheinbar hat die Wirbelsäule die Kontrolle über die verbundenen Gliedmaßen übernommen. Der Patient ist nicht mehr lebensfähig. Nach einem vielversprechenden Start dehnte sich das regenerative Gewebe erneut über das gewünschte Maß aus. Überraschenderweise wurden die entfernten Stimmbänder des Patienten wiederhergestellt. Natürlich konnten sie keine Wörter formen. Der Patient muss von seinen eigenen unmenschlichen Schreien so verängstigt gewesen sein, dass er sich sofort seinen eigenen Hals aufgerissen hat. Nach einigem Glucksen hat er sich innerhalb einiger Stunden regeneriert. Dann kamen schreckliche Schreie und blutige Extraktionen, ein Wasserfall an verrottendem Gewebe. Der ehemalige Hals bildete einen baumelnden, blutenden Schal, während der Patient sich weiter auseinanderriss. Oh, diese Abscheulichkeit. Soweit Sharon das sagen kann, hat Adams unrechtmäßige Schöpfung kostbares Fleisch verschwendet und eine Art Spielzeug erschaffen. Wie sein Schöpfer war diese Abscheulichkeit lediglich eine gottlose Verschwendung von Ressourcen. Sogar ein Name wie Hobo wäre eine unverdiente nette Beschreibung. Es ist ein Tier, nichts weiter. Die Seuche schlägt zu. Im Moment ist die Gefahr durch den Pilz nicht besonders groß. Allerdings wird er sich bald auf unser Essen und unsere Körper ausdehnen, wenn er das nicht bereits hat. Das ist unsere erste und vielleicht letzte Warnung, dass wir uns beeilen müssen. Ich habe die Spuren zu einer Frachtlieferung zu Beginn des Jahres zurückverfolgt. Allerdings weiß ich nicht, wie der Pilz so tödlich werden konnte. Siehe, so wird dich Kane mit einer großen Plage schlagen. An deinem Volk, an deinen Kindern, an deinen Frauen und aller deiner Habe. Zweites Buch der Chronik, 21,14.
Der Pilz hat einen sichtbaren Einfluss auf die zellulären Regenerationsprozess. Ein Patient entwickelt eine Schicht aus etwas, das den Schuppen von Reptilien ähnelt, und ein zweites Paar Augenlider. Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht akzeptabel. Der Regenerationsprozess der Wirbelsäule wurde gemeistert. Fast jede Art Gewebe kann jetzt perfekt wiederhergestellt werden. Allerdings ist es mit dieser Störung nicht möglich, definitive Ergebnisse zu erhalten. Kane, wenn du wirklich wiedergeboren werden willst, warum legst du mir so viele Steine in den Weg? Ist die Zeit noch nicht gekommen? Es muss doch sicher einen Grund geben. Samantha hat mehrere dämonische Zeichen in den Rücken eines unbedeutenden Angestellten geritzt. Ich hatte sie gewarnt, dass sie nicht zu nah an den Succubus herangehen sollten. Sie ist der Teufel. Manchmal muss man einen Pakt mit der Hölle eingehen, um dem Himmel näher zu kommen. Das kann Samantha? Sie kann so Zeichen? Vor allen Dingen, wieso nennt er sie Succubus? Na, egal. Gehen wir gleich noch drauf ein, wenn das PDA zu Ende ist. Vergib mir, Kane. Ich bin in Verführungskünsten von Sharon erlegen und hatte ein romantisches Abendessen, anstatt bis spät in die Nacht hinein zu arbeiten, wie ich es hätte tun sollen. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Matthäus 26, 41. Mein wiederholtes Versagen hat tatsächlich meinen Glauben beeinträchtigt. Ich werde auf die Probe gestellt. Für Kane werde ich mich über meine fleischlichen Gelüste erheben. Heute habe ich festgestellt, dass in meinem Labor mehrere Brutkästen fehlen. Meine letzte Inventur liegt mehrere Monate zurück. Ich kann also nicht feststellen, wann sie verschwunden sind. Das war zweifellos das Werk von Adams. Aber warum? Er braucht die Ausrüstung nicht und ich habe genügend davon. Vielleicht hat der Hobo seine Finger im Spiel. Besten Fall ist das etwas beunruhigend. War das? Okay. Die Zeit drängt. Samanthas heutiger Fluchtversuch wird nicht ihr letzter gewesen sein und irgendwann werden uns keine weiteren Wege mehr einfallen, wie wir sie bändigen können. Die umstrukturierten Maden produzieren ein mächtiges Gas, das das Biest verwirrt. Es spielt keine Rolle, ob sie uns alle tötet oder wir einen Weg finden, sie vorher zu töten. In keinem der beiden Fälle wird Kane wiederbelebt. Ich werde nicht ruhen, bis er zurückgekehrt ist und eingreift. Von diesem Moment an ist der einzige Sinn... Ist das der einzige Sinn meines Lebens? Meine Güte, ich bin heute nicht gut. Also, Dr. Kane, Kern und Adams liefern sich anscheinend ein Rennen darum, wer Kane wiederbelebt. Und sie versuchen mit Hilfe von, also jedenfalls Kern, versucht mit Hilfe von, einen Körper zu erschaffen? Mit Hilfe der DNA von Samantha und so? Ich bin mir da noch nicht sicher, das ist zu viel biologisches Hickhack. Aber sie versuchen auf jeden Fall, Kane, oder den Kopf Kane von Kane Corporation wiederzuholen. Und mal schauen. Kaputter Hebelmechanismus. Der Hebel wurde scheinbar mit brutaler Gewalt abgerissen und dann weggeworfen. Ich habe nur eine Peitsche. Vielleicht die Klinge? Don't worry, little guy. I'm not that stupid. Okay, hier kann ich bis jetzt noch nichts weitermachen. Ich habe keinen Hebel oder sowas in der Art. Da kommen wir noch nicht rein. Also gehen wir erstmal zurück zu den ganzen Räumen, weil wir haben immer noch den Code für die Crew Dingsbums. Also müssen wir wieder zum Terminal laufen. Lauf, lauf, lauf. Schneller, schneller. Also die ganze Geschichte ist halt so ein bisschen der Anfang von Stasis. Ich glaube auch, ich habe am Anfang Bullshit erzählt, dass Kane nach Stasis kam, also rausgekommen ist. Ich glaube, Kane ist vor Stasis rausgekommen. Deswegen hier jetzt die Story noch so vage angefangen ist. Deswegen, ich glaube, ich habe Bullshit erzählt. Deswegen, es tut mir leid, wenn Leute sich an den Kopf gefasst haben und sagten, boah, die Whitey erzählt voll Dummfuck. Ja, tu ich. So, Crew-Einrichtung. Da haben wir Harry Potter Blitz, Fähnchen, Harry Potter Blitz, Dreieck. Nicht? Ich habe mir das doch aufgeschrieben.
Oh, nicht Fähnchen. Harry Potter Blitz Dreieck, Harry Potter Blitz Dreieck. So rum. This can't be how I meet my end. I have so much more inside of me. I have so much more to give to the world. Yep. This wasn't my plan either. This wasn't how it was supposed to be. You're young. You can get through this. And then? I'm stuck. Stuck with a baby. It's not a life. Not fair for either of us. There are other choices. Bingo! I did make a choice. It didn't end well. Women in my family have bad luck with babies. I'm continuing a proud family tradition. Die Hedley ist ziemlich negativ. Aber ich kann sie auch so ein bisschen verstehen, weil ich bin auch nicht der Mensch für Kinder. Ich bin jetzt eigentlich so in einem Alter, wo man sagen würde, ja, du müsstest doch jetzt eigentlich schon zwei Kinder haben. Und ich denke mir so, nein, das ist absolut nicht das, was ich gerne haben möchte. So, this is where the monsters play. Still no sign of anyone. The plants count. This horrible place must have had more people around. Okay, jetzt sind wir hier anscheinend in so einem Aufenthaltsraum. Holographischer Aushang. Auf der Speisekarte stehen Leckereien wie Space Suppe und Space Special. Holographisches Auge. Es hat Dinge gesehen, die man sich nicht ausmalen kann. Tische und Stühle. Die triste billige Plastik-Alltäglichkeit dieser Crew-Lounge bietet nicht mehr als eine kurze Verschnaufpause von den Schrecken, die sich darum abspielen. Holographische Emitter. Dieses Gerät manipuliert elektromagnetische Strahlung und Energiepartikel, um ein realistisches, virtuelles Bild zu projizieren. Holographische Dose Yucca-Cola. Wer braucht schon Schlaf? Yucca-Cola, erfrischend, suchterzeugend, kann so chronischer Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, Halluzination, Bluthochdruck, Magen-Darm-Blutung, periphere Neuropathie, Herzrhythmusstörung, Herzinsuffizienz, Liel-Syndrom, katastrophalen Blutung und zum Tod führen. Haben Sie einen schönen Tag. So, wir haben hier... Die Stahlstange ist beschädigt, könnte aber noch durchaus nützlich sein irgendwie. Kann ich die irgendwie abbrechen? Oh, okay, ich kann sie einfach mitnehmen. Striptease-Stange! Eine Kassette mit Aufschrift Brosev Megamits, Hashtag 69 steckt im Kassettenfach. Anweisung von der kraftvollen Stimme von John Cann. Hinweis an mich. Alles, was keine Finnen und Schuppen in den Meeren und Flüssen hat. Alles, was sich in den Gewässern bewegt und alle lebenden Dinge in den Gewässern. All diese Abscheulichkeiten sollen dich befallen. Mose 9,10. Kann ich das da... Oh! Voice file captured. Can I get a J-O-S-E-P-H? Ah, ja. Ich wollte eigentlich nur die Kassette da reinpacken, aber jetzt haben wir Joseph aufgenommen. Okay? Auch nicht schlecht. Wir gehen weiter. Okay, schräger Metallboden. Eine unglaubliche Kraft hat die Plattform verbogen. Schwelende Trümmer. Von einem stählernen Wrack geht intensive Hitze aus, das die dunstige Luft zum Flimmern bringt. Und ein verbogener Aufzug. Oder die Überreste eines Aufzugs. Zerborstenes Glas und Metallschrott und sonst nicht viel. Und natürlich unglaublich viel Blut. Was wollen wir natürlich? Weil hier kommen wir nicht durch. Deswegen gehen wir in die Tür mit dem Blut. Wo hier auch die Fußspuren... Oh Gott. Oh Gott. Oh, terribly decorated. Na komm. Es ist nur Blut, was hier rumfliegt. Es könnten auch irgendwelche Gedärme sein. Das ist einfach nur Blut.
Es ist immer noch eklig, aber es ist nicht so krass. Naja, egal. Ausrangierte Ausrüstung. Ein kleines Lämpchen wirft schales Licht auf das Gerät auf den Boden. Was ist denn das? Oh, da ist noch PDA. Woop. PDT. And it looks unused. How do you know? No blood on it. And it doesn't smell like rotting meat. Da haben wir das leere PDT, um ein richtiges PDT zu drucken. Nice. So, und wir lesen das PDA noch. Bevor die Folge zu Ende ist. Wer ist denn das? Julia Kern! Oh, ist das die Tochter von einem seltsamen Typen, den wir eben... Oh Gott, das ist wieder so viel zu lesen. Okay. Papa ist nervös. Er will es nicht zugeben, aber ich glaube, dass der Gedanke daran, Kane in Stasis hier zu haben, ihn beunruhigt. Er weiß, dass seine Arbeit nur langsam vorangeht. Er hat Angst davor, in seinem heiligen Licht zu versagen, aber er weiß, dass er versagen wird. Armer Papa. Oh, diese Sharon. Ich bin mir sicher, dass ihre Verführungskünste dafür sorgen, dass Papa versagt. Sie hält ihn davon ab, dass er sich selbst bestraft, wie er es eigentlich sollte. Sie tadelt mich, weil ich ihn Papa nenne, weil sie meint, dass ich dafür zu alt bin. Entschuldigung, aber ich wurde mit etwas großgezogen, das man Werte nennt. Davon abgesehen will sie, dass ich sie Mama nenne. Das nennt man Doppelmoral, oder? Joseph ist... etwas ganz Besonderes. Kennst du das Gefühl, dass etwas Bestimmung ist? Es hört sich so billig an, wenn man dieses Gefühl beschreibt, aber es stimmt. Es hat schon einen Grund, warum das ein Klischee ist. Wie kannst du nostalgische Gefühle gegenüber jemanden hegen, den du erst vor ein paar Minuten gesehen hast? Ich weiß es nicht, aber es ist das beste Gefühl der Welt. Es macht es einfacher, auf die Brut von Samantha aufzupassen, wenn ich weiß, dass ich ihn danach sehen kann. Ach... ein weiterer Tag, eine weitere Ladung Brutgas geerntet. Ich verstehe da ja, dass wir Samantha ruhig stellen müssen, aber es ist so nervig, auf ihre übergroßen Maden aufzupassen. Und warum soll man sich die Mühe mit dem Gas machen, wenn man genauso gut Sharon zu ihr reinstecken kann, um sie zu beruhigen? Sie sehen sowieso fast gleich aus. Haha! Hatte ich erwähnt, dass ich es hasse, mit dieser Schlampe zu arbeiten? Es ist schlimm genug, dass sie mit Papa rumvögelt, aber muss ich sie auch noch jeden verdammten Tag sehen? Es wird Zeit, dass ich meinen Gefühlen mal Luft mache. Ich habe darüber nachgedacht, dass Samantha sich nur von Sharon pflegen lässt und das geht mir gehörig gegen den Strich. Joseph könnte mich betrügen und ich wäre trotzdem wütender auf Sharon und ihr dummes, schiefes Gesicht. Ich wünschte, diese Hexe würde aufhören, meine Familie zu kontrollieren. Der 1. Mai ist immer so ein romantischer Tag. Der Frühling ist da und... ist da. Ich meine, irgendwo ist sicher Frühling. Hier gibt es keine Jahreszeiten, aber manchmal geht die atmosphärische Steuerung kaputt und versucht uns entweder zu erfrieren oder zu verbrennen. Ich nehme mal an, dass man das als Jahreszeiten bezeichnen kann. Sehr gut. Das Leben ist hart. Ich kann nicht einfach mal alles in Ordnung sein. Wenn gerade mal keiner krank ist, kann man davon ausgehen, dass sie müde oder hungrig oder gestresst sind. Allerdings gibt es keinen anderen Ort, an dem ich jetzt lieber wäre. Die meisten Menschen können nicht ewig mit ihrem Vater zusammenleben und schon gar nicht 5 Minuten zu Fuß von ihrem festen Freund entfernt. Außerdem arbeite ich hier für eine gerechte Sache. Das ist es wert. Igitt! Pilz! Es heißt, dass er sich im ganzen Belüftungssystem festgesetzt hat und sich auch langsam außerhalb der Lüftungsschächte breit machen. Vielleicht haben deswegen alle eine Lebensmittelvergiftung. Wie lange ist das Zeug schon hier? Es riecht wie alte Füße. Der Pilz ist inzwischen überall. Das macht die Arbeit für Papa nur noch schwerer. Aber ich habe eine gute Idee. Ich kann dafür sagen, dass Dr. Adams diese Gelegenheit nicht nutzen kann, um weiter voranzukommen. Heute Abend werde ich gleich Bedingungen für alles schaffen. Joseph bringt mich gerne an den Arbeitsplatz von Adams. wenn wir es uns so richtig romantisch machen. Ich bin mir sicher, dass er nicht merken wird, wenn einige Informationen gelöscht werden, oder? Sharon sagt, dass ihr Gesicht so entstellt ist, weil sie einen Schlaganfall hatte und die Muskeln, die die rechte Seite des Gesichts hochhalten sollen, nicht mehr kontrollieren kann. Ich hätte wohl auch einen Schlaganfall, wenn ich mit dem Wissen leben müsste, dass ich so ein hilfloser Idiot bin. Allerdings würde ich dann das Richtige machen und mich umbringen, damit der Rest des Genpools sich nicht mit mir rumärgern muss. Es ist schon sehr lange her, dass Papa mir eine Geschichte über Mama erzählt hat. Als ich ein Teenager war, hat er mir jeden Abend,
wenn er mich zu Bett gebracht hat, eine Geschichte von sich und Mama erzählt und wie glücklich sie zusammen waren. Er leugnet es zwar, aber ich bin mir sicher, dass ihr Tod viel damit zu tun hat, dass er in der Medizin arbeitet. Er besteht inzwischen darauf, dass Kane ihn bereits als Kind berufen hat und dass Mama nur ein unbedeutendes Zahnrad in der Maschine des Lebens war. Ich verstehe ihn. Jeder geht mit dem Tod anders um. Dr. Adams hat es geschafft. Er hat das Bewusstsein von Kane in einen neuen Wirt übertragen. Keine Abstoßung. So hätte es nicht laufen sollen. Papa braucht nur etwas mehr Zeit. Ich habe die Ergebnisse überschrieben und den ARM-Computer mit Joseph-Anmeldedaten aktualisiert. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Kane, hilf uns allen. Joseph hat mir hart ins Gesicht geschlagen. Weiß er, dass ich ihre Forschung sabotiert habe? Er hat mich Madeleine genannt, während er mich übers Knie gelegt und mir den Hintern versohlt und mit der Peitsche leicht auf meinen Rücken geschlagen hat. Liebt er mich noch? Oh, ich weiß, dass er mich liebt. Gelobt sei Kane. Samantha ist heute ausgebrochen und hat 5 Sicherheitsleute getötet. Warum ist das gut? Ich konnte während der Aufregung zu Ralph schleichen und ein PDT drucken. Ah, ich habe die Sicherheitsfreigabe von Joseph verwendet und bekam so ein leeres. Das hebe ich für den Notfall auf. Papa hat seit 3 Tagen nicht mehr geschlafen. Er isst kaum noch. Und was hat Sharon gemacht? Sie lenkt ihn ab. Er muss sich mehr auf Kane konzentrieren. Vielleicht ist es langsam Zeit, dass ich ihr das gebe, was sie verdient. Joseph verhält sich mir gegenüber sehr kalt, obwohl ich mich wieder von ihm habe schlagen und leicht würgen lassen. Bueno und ich sind Geschichte, dieser Bastard. Er hat mir gegenüber zugegeben, dass Adams ihn vor einigen Monaten dafür bezahlt hat, ein junges Mädchen zu ficken. War sie hübscher als ich? Glaubt sie, dass Schmerzen Vergnügen sind? Nein, nein, das darf nicht weitergehen. Ich werde Sharon zu Samanthas Zelle locken und das PDT von Joseph nutzen, um Samantha freizulassen. Ich brauche nur ein bisschen menschliches Fleisch, damit die Brut richtig durchdreht und dann erledigt Samantha den Rest. Da das Sicherheitsteam nach dem Zwischenfall etwas ausgedünnt ist, wird es niemand herausfinden. Und selbst wenn sie es herausfinden, würden sie Joseph die Schuld geben. Jetzt ist es soweit. Der Strom wurde gerade zu Wartungszwecken oder so ausgeschaltet. Ich werde mich um Sharon kümmern und dann bringe ich für Papa alles wieder in Ordnung. Gelobet sei Kane. Gelobet sei Kane. Gelobet sei Kane. Gelobet sei Kane. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast, Süße. Die blutgetränkten Laken erscheinen wie eine einzige getrocknete Schorffläche. Zerbrochener Bilderrahmen. Das Porträt eines alten Mannes in einem weißen Laborkittel. Persönliches Terminal. Verbrannte Schaltkreise rauchen hinter dem zersplitterten Bildschirm. Titel wie Bräute des Omniversums, die Geliebte des Kosmonauten und ein interstellarer Skandal sind trotz der Blutflecken noch lesbar. Radio. Das beschädigte Radio spielt laut eine statische Melodie. Haben wir noch? Alte Fotografien, sterile Polyester, Vignetten einer anderen Zeit, eines anderen Ortes. Safe. Sieht aus, als wäre die Tür von aus ihren Angeln gerissen. Oh my god. I know him. I know this guy. What guy? There's a photo of... Oh shit. Old boyfriend? Drunken bar night in a morning full of regrets. They paid for the procedure. They chose the hospital. Who? Kane Corporation. Ein Foto mit der Unterschrift In Liebe, Joseph. Es wird außerdem von einem Lippenstiftkuss verziert und ein verdächtiger Fleck befindet sich in einer Ecke. Haben wir noch was? Nein, das war's. Zerstört das Safe. Also wir haben jetzt hier das PDA. Das PDT gefunden und das Foto. Mehr haben wir hier jetzt gerade nicht. Und das ist auch gut, meine Freunde, denn wir machen für heute Schluss. Ich danke euch, wie immer, dass ihr hier mit mir durch die Hölle geht. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß daran. Wir sehen uns im nächsten Part von Kane und schauen uns mal an, was wir noch hier alles finden. Aber bis dahin sage ich erstmal bye bye.